Ich dachte gerade, das Ding lebt noch. Achso, den kennen wir ja. Kennen wir schon. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ach, Hebel. Ich habe einen Hebelvertrag. Kann ich gleich mal drücken? Wartet hier wieder etwas Unerfreuliches auf uns? Ein Droidenschierling. Gar nicht so unerfreulich. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Genau. Hüpsa. Da, wo wir vorher drüber gesprungen sind. Genau. Da sind wir von der Treppe da oben runter, ne? Pipapo. Ah ne, da geht's nicht irgendwo lang. Jetzt habe ich wieder das Niesgefühl gerade. Hoppala. So, hier ist die Fallgrube. Hier ist der Balkon zum Button drücken. Hier ist nichts. Da frage ich mich doch aber, wie ich weiterkommen soll, kann, werde. Hab mich gerade voll erschrocken, als er gespeichert hat. Speichervorgang. So, hier kommen wir auch nicht rein. Was ist denn das hier für eine komische Höhle, wo wir nirgends reinkommen, verdammt. Oh, Moment. Kitzelt. Juckt und kitzelt. Ja, jetzt bin ich wieder da. Hab einen leichten Schnuppen gerade. Oh. Dieser Schnuppen. Das habe ich jetzt extra gemacht. Pokal, Mana-Pflanze, Knüppel. Wow. Und die Nase kitzelt wie verrückt. Ich kann mich jetzt ja nicht ausschnauben während des Let's Plays. Das geht doch gar nicht. So, hoppala, ich spring nochmal rüber. Hallo, Fred. So, hier kommen wir nirgends hin, ne? Wenn ich hier versuche, da drüben ist auch wieder irgendwas. Nee, das sieht eher ungesund aus. Da unten auch, da oben. Tja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, wie wir jetzt weiterkommen sollen. Hier waren wir auch schon. Rüberfliegen. Haben wir festgestellt, lohnt sich nicht sonderlich. Und hier irgendwo runterfallen ist auch nicht so gesund. Nee. Tja, also ehrlich gesagt, ich... Da oben waren wir, da unten waren wir. Dann haben wir einen großen Raum mit mehreren Türen. Und da hinten hat man noch irgendeine Plattform, wo wir aber nicht hinkommen. Da oben können wir auch nicht draufklettern. Hier gibt's nichts mehr. Ja, das ist ja merkwürdig. Habe ich was übersehen? Aber ich suche doch so gründlich. Ich suche doch. Ich guck mal ganz kurz Lageplan. Wir sind da oben. Wir müssen in den unteren Bereich. Das ist der Raum. Die Tür ist offen. Da kommen wir zu irgendwelchen Säulen. Vielleicht kann ich dahin. Wenn ich wüsste, was diese Säulen sind, vielleicht. Die Tore führen da irgendwo rein. Hä? Warte mal, wenn man durch diese Tore kommt, geht's hier lang in so einen Raum, dann kann man da oben lang gehen, hier lang gehen und kommt dann hier durch die offene Tür. Das ist ja Bullshit. Hier müsste eigentlich eine Wand sein. Oder ist das... Nee, das ist was anderes. Offene Tür? Hm. Und hier ist das auch irgendwie connected. Guck mal. Ne, hier geht so eine Tür ab. Ach, das ist wahrscheinlich... Wo ist denn... Wo bin ich? Wo bin ich? Das will ich gerade mal eben kontrollieren, ob das vielleicht... Ne, hier bin ich ja eh falsch. Hier war doch irgendwo die geschlossene Tür. Ich weiß es doch genau. Ich weiß nur nicht wo. Die Schatzruder haben wir. Hm. Mann, der Fred, der macht Urlaub. Fred Durst ist das nämlich. Unser Freund Fred Durst. So, hier ist eine Tür. Ich guck mal kurz auf den Lageplan.
Genau, das ist dann diese hier. Wir müssen also da rein, hier in diesen Raum bestimmt, und dann kommen wir da durch. Ich dachte eigentlich, es wäre diese Tür, aber es ist dann doch diese hier, die sich dann später öffnet. Da müssen wir jetzt nicht gucken. Wir müssen erstmal durch die drei Tore. Die drei Tenore. So, aber die Frage ist immer noch, wie? Muss ich mich dazu auf den steinernen Thron setzen? Ich glaube ja nicht. Oh, ich bin ganz erschöpft hier von den Abenteuern. Oh, oh, muss mich erstmal ausruhen. Oh, boah, Mann, da habe ich schon was erlebt. Ganzen Tag bin ich auf der Beine. So, keine Zeit zum Ausruhen. Ach, das war da hinten, ne? Da ist er, der Stampfer. Ich hatte den gerade nicht mehr so im Blick. Hüssum. So, hier war ja nichts mehr zu holen. Müssen wir wirklich unten lang durch die Falltür? Es sieht fast so aus. Ich laufe jetzt hier nochmal ganz kurz zu... Ach, da ist ja die Treppe. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zurück. Hoppala. Das ist ja wohl ein Hohn. Ach, der Vollidiot ist wieder vor der Treppe gelandet, weil er nicht auf die Treppe draufspringen kann, weil der Herr ja pro Stüfchen einen Sprung braucht. Ach, Gottes Willen, das kannst du doch echt keinem erzählen. Dieser Jammerlappen, und das will ein Held sein? Guck ich mal lieber den Typen an hier, den Oscar. Ist das Oscar? Hier im Banditencamp? War das Oscar? Der Schmied? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Worte dafür. Mit meiner Erkältungsstimme. So, jetzt aber bitte schnell laden. Laden, laden, Schokoladen. So, auf welcher Seite bin ich? Ach, hier auf der richtigen sogar. Na super. Nee, pass auf, dann gehe ich lieber hier runter, das ist mir sicherer. Uah! Abrollen in die Lava wäre natürlich auch mal cool. Boah, ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht zwei Stunden lang unten rumhängen und euch mit Gequatsche langweilen, während ich nicht weiß, wie es weitergeht, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Also, falls ich hier nicht in Bälde weiterkomme, dann würde ich wahrscheinlich mal kurz eine Aufnahmepause machen. Hallo? Lass mich durch! Dann würde ich bald eine Aufnahmepause machen und einfach mal auf eigene Faust erkunden, wie es weitergeht, damit das hier nicht ausartet, dass ich hier alle Wände anspringe und jeden Stein beschnuppere und bla bla bla, einfach nur um irgendwie weiterzukommen. Merkwürdig, gibt's wirklich keine Knöpfe, ne? Nee. Also diese Winde hier hat dann das eine Ding geöffnet. Haben wir hier sonst nicht was, um eine andere Tür zu öffnen von hier aus? Hier ist nur der Hebel, der die Dinger aktiviert, und die Truhe. Ansonsten ist hier... ja, nichts. Und hier haben wir auch keinen Hebel. Hier wäre cool, wenn hier so ein Hebel wäre bei den Spikes, die man dann deaktivieren kann. Aber leider ist dem nicht so... Boah, diese Viecher nerven auch dahinter. Ich glaube, das ist ein Brontox. Ah, hier ist auch nichts. Ich probiere mal, ob ich die aufhacken kann. Ich glaube ja nicht. Habe ich aber. Nee, habe ich schon probiert, wenn mich nicht alles täuscht. Ich probiere es trotzdem mal bei jeder einzelnen. Geht nicht. Bei der könnte es gehen. Ach, dieser gucke mal. Stein sieht brüchig aus. Ah. Ich habe es bei der zweiten, glaube ich, dann... Yes, das nicht mal probiert, weil die erste schon nicht ging. Und dann habe ich es gelassen. Ah. Ah, ja. Und jetzt sind bestimmt beiden anderen Tore aufgegangen. Oder zumindest eins davon. Eins davon. Na Gott sei Dank, ich wollte schon an meiner Awesomeness zweifeln, aber zum Glück ist die ja nach wie vor unangetastet. Hilfe!
Awesomeness. Speichern. So. Ach, was wären wir Helden ohne das Safe-Game. Gut, hier können wir ja rüber... Fliegen bringt überhaupt nichts. Ich gehe mal hier nach oben. Ja, der Knopf ist auf jeden Fall super angebracht. Hey, ich habe doch gedrückt. Das muss doch jetzt total gut sein. Ach, da ist das Gitter da aufgegangen. Das Salzgitter hier. Ich speichere nochmal und, unnötig. So, sammeln und sammeln und hier natürlich alles einsammeln. Und dann... Und nochmal von vorne. Und versagen. Ach! Mist, ich Idiot. Was war das denn gerade? Und nochmal. Geschafft. Mann, Mann, Mann. Und wieso übersteuert das Mikro so schnell? Witz erzählen. Juhu, endlich kann ich den Echsen Witz erzählen. Da lachen die sich tot. So, also diese Höhle hier hat sich völlig gelohnt. Das war auf jeden Fall beste überhaupt. Naja. Haben wir immerhin so ein kleines Secret mitgenommen? Nissa weiß aber nicht, ob es überhaupt was bringt. Ich dachte, jetzt muss man vielleicht auf beiden Seiten irgendwas aktivieren. Da hinten ist noch ein Gitter. Ich glaube aber nicht, dass wir da hinkommen. Weil ich glaube nicht, dass wir da rüberspringen können und fliegen können wir ja auch nicht, weil da so ein Kristall rumwuchert. Wie kriegen wir denn das Ding hier auf, sag mal? Mit Levitation, mit Dingens bestimmt nicht hier mit. Dingens. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir das mittlere, das ein... Ich dachte gerade, wir werden zerstampft. Spontane Reaktion. Hier kommen wir auch nicht raus. Was hat uns das jetzt gebracht, das Tor hier zu öffnen? Ach, halt die Schnauze da hinten. So, ich teste nochmal ganz kurz, aber das ist definitiv ein Nicht-Einklopptor. Da kommen wir auch nicht raus. Mann. Ich würde sagen, wir balancieren über die Ketten nach drüben. Wie in WoW. Okay, wir sind in einem großen Raum. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich gehe mal ganz kurz in den kleinen Raum und guck mal da auf den Lageplan. Kann ich mich da durchquetschen? Nein, ich kann hier auch nicht springen, weil ich zu fett bin. Also nochmal hier. Opsa. Hier haben wir wirklich nur die schwere Truhe und sonst überhaupt gar nichts. Auch kein Knopf über der Tür, kein Knopf an der Wand, kein gar nichts, nur eine schwere Truhe. Und natürlich die schwere Last des, naja, Heldentums würde ich nicht gerade sagen, des Failtums, wie ich mir gerade vorkomme. Ne, von hier fliegen geht auch nicht, hier sind überall grüne Kristalle, verdammt. Ich könnte natürlich versuchen, auf dem Tor zu landen. Hier ist kein grüner Kristall. Wollen wir das gerade mal machen, so just for fun, von hier oben da rüber fliegen oder durchs Tor fliegen? Vielleicht geht das ja. Ich guck mal vorher ganz kurz mit dem Teleskop da rüber, ob wir da irgendwas finden. Nee, sieht nicht so aus. Ein Ring mit dem Bolzen ziehen ist natürlich total unrealistisch, aber... Ist das die Winde da hinten? Scheiße, ich kann keine Telekinese von da aus wirken, weil da auch ein grüner Kristall ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es die Winde ist. So, pass auf. Ich mache jetzt wieder einen Quicksave und dann versuche ich hier einfach mal... Dauert halt ein bisschen lange, weil hier alles sehr rätselhaft ist.
Und jetzt probieren wir mal unser Glück und stürzen gleich nach. Magie wirkt hier nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Magie wirkt hier nicht. Das ist aber kein grüner Kristall, du Fröbel. Magie wirkt hier nicht. Oh, ich muss husten. Sekunde. So, da bebt sogar die Erde. Ich hoffe, ich habe wieder richtig eingepegelt. So, man will mich ja mal husten hören, deswegen habe ich jetzt einfach mal voll losgelegt gerade. So, Alter, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ganz ehrlich, ich gucke und gucke. Ist das die Winde da hinten? Aber Magie wirkt hier nicht. Das ist auch gar nicht die Winde, das ist einfach nur so ein ungestürzter Poller wieder, ne? Genau. Sonst ist hier auch überhaupt nichts. Das kann's doch einfach nicht sein. Habe ich irgendwas Elementares übersehen? Halt, war da vielleicht ein Nautilusloch in dem kleinen Zimmerchen? Das wäre noch eine Option. Die übersieht man ja ganz gerne mal, zumindest wenn man hier lpt. Weil die Konzentration da leider auch immer geteilt wird mit dem Gequatsche und da ist das nicht ganz so leicht alles zu sehen. Das ist kein Nautilusloch. Das ist eine Truhe. Hier ist aber kein... Nee, das ist eine rissene Wand. Und das hier ist unverkennbar eine normale Tür, wo ich mich nicht verwandeln muss. Da durch die Wand gehen kann ich auch nicht. Ach, scheiße, Mann. Hier vielleicht? Gibt es da irgendwas? Nee. Boah, ich weiß echt nicht, wie es weitergeht. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Stein. Also Schlauch in dem Fall, aber ich habe gerade einen Stein unter... Naja, ist auch egal. Jetzt hilft mir doch mal jemand. Wie komme ich denn jetzt hier und so? Kann ich da vielleicht? Nee, kann ich nicht. Soll ich Kommentare abwarten? Soll ich weiter ratlos durch die Gegend laufen? Hier ist noch eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Das ist ja ganz toll. Ach, da waren wir schon... Da waren wir schon drin. Ach so, die hat sich geschlossen und die hat sich dann geöffnet. Was passiert, wenn ich hier nochmal auf den Knopf drücke? Ach, sieh mal einer an. Scheiße. Was passiert, wenn ich hier auf den Knopf drücke? Ja, 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 komm, halt die Fresse. Oh, ja. Oh, ja. Ja. So, leg dich hin, bist müde, kannst du schlafen. Huch, ja. Lauf mir mal nicht unter die Füße. Und ich höre schon wieder Super-Echsen voraus irgendwo. Hier ist wieder irgendwas, da ist auch wieder irgendwas. Ach, sieh mal einer, ein Multifunktionsknopf. Na, da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Boah, überall nur diese verschlossenen Türen. Das ist ja auch so eine Unart hier einfach. Was machst du denn? Ja. Ja. Alter! Ja. Ja. Mann, 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 da wollte ich die ganze Zeit seinen Schlag wegblocken und dann ging das nicht. Ach, gucke mal. Das ist die Winde Nummer 2. So, damit haben wir, glaube ich, das Gitter weg. Gitter ganz ist jetzt weg. Und wir haben nur noch das Steintor in der großen Halle. Ich laufe mal ganz kurz, um zu checken. Ist ja eh gleich hier, da können wir mal ganz kurz gucken. Das Gitter ist nicht weg. Ach, ist ja... Ach, aber das Steintor geht jetzt auf. Ah. Und dahinter sehen wir... zwei untote Bestien. Die uns herzlich willkommen heißen. Ist ja ein Traum. Das wird immer besser hier.
Ich dachte, jetzt geht Risen langsam an dem Ende zu und stattdessen spielen wir hier noch 50 Millionen Folgen. Mann, Leute, Risen 2 kommt doch bald. Ich kann noch nicht.